Brücke stellen, weil ich die Frau mal wieder mitnehme. Hallo, liebe Mountainbike-Freunde. Wir haben Juli 2023. Ich habe meinen Sommerurlaub. Ich bin heute im Allgäu unterwegs. Ich mache den Imberger und Riedholz Trail heute. Ich bin auf dieser Strecke zum ersten Mal unterwegs. In meiner zweiten Urlaubswoche habe ich geplant, nach Serfaus zu fahren und dort mal die Naturtrails zu machen. Ich werde diesmal nicht alleine fahren, sondern ich habe Kumpel dabei und er war noch nie dort. Er findet bestimmt dann sicherlich das ganze Zeug viel, viel geiler wie ich. Ich war ja schon mal zweimal in Serfaus. Bei mir ist dieser Effekt wow, nicht auf 100%, sondern irgendwie so auf 85, 90. Aber ich sage euch ehrlich, also in Serfaus ist immer wieder schön zu fahren. Sehr flowig, mit so ein bisschen rauf und runter Passagen, aber überhaupt keine Steigung hier zu sehen. Ah, jetzt ist eine Steigung da. Aha. Schaffen wir? Oder doch nicht? Mal sehen. Ich mache halt ein bisschen schneller treten. Hier ist richtig steil. So. Aber geschafft habe ich. Wie ihr seht, sind meine Knie schon hier auf dem Lenkel. Aber hier ist alles sehr flowig. Hier brauche ich keine Knieschoner. Ich glaube, in die entgegengesetzte Richtung ist im Trail besser zu fahren. Ich glaube, ich schalte gleich meine Navigation aus, weil es ein wenig nervt. Nein, ich kehre nicht um. Ich war schon in die richtige Richtung. Na, zum Beispiel rechts bräuchte man vielleicht Knieschoner. So, jetzt mache ich mal die Navigation aus. Die Tour wird angepasst. So. Wir sind gleich am Riedholzer Kugel. Schiebestrecke. Probieren wir mal, so viel es geht, und dann schieben wir. Oh ja.
weiß gar nicht, auf welcher Leine ich da bleiben soll. Oben und unten. Oder beides. Ist auf jeden Fall wutschlich. In dieser Richtung muss das gehen. Ganz schön große Absätze teilweise. Ist das flüssiger? Ah ja, so lala. Gibt es noch drinnen? Hier müssen wir. Das ist wirklich schön. Also prinzipiell schaut der Trail hier auf dem schwarzen Grat aus. Wurzlige Stellen, mal ist der Flow, mal wieder wurzlig, mal Absätze. Aber so. Im Großen und Ganzen ist der für mich okay. So, das ist sozusagen Teil 2 von dem Riedhölzer Kugel Trail. Wow, so viele Wurzeln. Oh Gott. Noch die Leine kennen würde, würde ich wahrscheinlich besser tun, aber ich kenne die Leine nicht. Trail ist nicht einfach so zum Fahren. Ach, ich habe mir natürlich das erste Leine erwischt. Schauen wir mal, was hier ist. Aber hier ist gleich wie auf der linken Leine.
Also hier kommen schon die Bremsen zum Kochen. Wahrscheinlich hier besser. Yeah, yo, huh, oh, das war cool, ey, das war cool, oh, Finger und Finger und Füße, Hände. Brennt alles. So, ich bin glaube ich fast am Trailende. Oder so. Ja, ja, genau. Jetzt rechts runter. Jo. Nee, das war schon sehr interessant. Cooler Trail, aber ich finde teilweise schwieriger auf dem wie auf dem schwarzen Grat. Also gut, jetzt muss man kurz anhalten und auf die Karte gucken, weil wir müssen jetzt nach Wolsterland zurück. Okay. So, mittlerweile bin ich zu Hause. Also der Riedholzer Kugeltrail ist wirklich anspruchsvoll für mich gewesen. Es waren so viele Wurzeln mit Absätzen, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich bin alles gefahren, aber es war schon gefühlt etwas zwischen S1 und S2 Klasse. Und der Trail war heute sehr trocken. Ich kann mir vorstellen, wenn dort mal geregnet hat, dann ist dort wirklich Wurzel über Wurzel, die rutschig sind, also ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber der Trail hat mir richtig gut gefallen, also diese Schwierigkeit mag ich teilweise auch so fahren. Nicht einfach mal nur Flow Trails fahren, sondern halt die ganze Zeit halt mal auch mal ein paar Tage anspruchsvoll fahren. Was mir an diesem Trail nicht ganz gut gefallen hat, das waren nicht so viele so links-rechts Passagen, sondern es ging richtig nur bergunter sozusagen. Also links-rechts Kurven gab es teilweise gar nicht. Also die Bremsen haben sich wirklich fast verabschiedet sozusagen. Also die Hinterradbremse ist auf jeden Fall sehr warm angelaufen gewesen. Heute war ein guter Abend. Danke Leute, dass ihr heute dabei wart. Vergesst nicht zu abonnieren, liken und teilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf einem anderen Trail. Macht's gut. Ciao.